Okay, jetzt gucke ich mal, dass die Aufnahme auch gelingt. Winke mal so ein bisschen so mit der linken Hand in die Kamera und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, der Golden Oktober. Ich weiß gar nicht, warum man den Oktober immer Goldenen Oktober nennt, aber der Golden Oktober fing für mich tatsächlich mal nicht so golden an. Ganz, ganz einfache Geschichte. Mit zunehmendem Alter werden die Gebrechen nicht weniger. Und ich habe im Moment eine Sache, die habe ich eigentlich noch nie gehabt, und zwar eine fürchterlich entzündete rechte Schulter, so dass mir das Ganze nicht nur in der Schulter wehtut, sondern der ganze Arm tut mir weh, die ganze Hand tut mir weh, weil sich der Schmerz irgendwie so durchgezogen hat oder hatte mir arg wehgetan, so muss ich sagen. Ich habe mich dann am Samstag echt abends noch bei so einem Notdienst mehr oder weniger fit spritzen lassen. Und ja, bin jetzt so ein bisschen gehandicapt, muss ich sagen, weil man nimmt da so eine gewisse Schonhaltung auch immer ein. Und ihr kennt das selber, da machst du alles immer nur mit, ja klar, mit deiner anderen Hand. Aber Clash of Clans mit links ist auch nicht so wirklich mein Ding. Deswegen bin ich auch zurzeit so ein bisschen auf meinen kleineren Accounts unterwegs, denn gerade das Hammer Festival hier, oder nicht Hammer Festival, die Hammer Party ist echt nett. Alles ist super billig. Die Laufzeiten sind hier in den kleinen Rathausstufen ja auch noch überschaubar, so dass du eigentlich relativ viel auch schaffst. Ich habe hier im Moment beide Helden am liegen. Die müssen natürlich jetzt auch ein bisschen leveln. Das Dorf selber, gerade im Rathaus 9 Bereich, man hat nicht so viel zu tun, aber es zieht sich eigentlich dann doch nicht hin. Und 2 Wochen Hammerparty, da schafft man hier in den kleineren Rathäusern in jedem Fall recht viel. Bei den größeren, wenn ich jetzt um einen 914er denke, mit 18 Tagen Bauzeit, da gewinnt man nicht wirklich was dazu. Wir sind auch wieder in der Liga, dieses Mal nur mit einem Clan, also auch nicht ganz so goldig, nämlich nur mit dem Clan Herausforderer. Und dort waren wir auch. Bis unten hatte ich sogar die Uschi noch mit drin. Also so wenig Leute waren hier rot. Ich beachte jetzt die Rot- und Grünstellung hier bei den Leuten und habe dann auch gebeten, wenn jemand sich grün stellt jetzt in der Woche und ich kriege das hier nicht mit, wenn ich jetzt sage, Mitglieder wechseln. Wie zum Beispiel beim Black Man, da kriege ich das gar nicht mit. Ja, weil ich gucke ja nicht immer rein. Jeden Tag, wer ist hier jetzt doch noch grün geworden, aber ich hatte schon gesehen, dass er sich jetzt eigentlich grün gestellt hat. Aber ich habe auch geschrieben, bitte meldet euch kurz. Ist, glaube ich, das Einfachste, was man machen kann, aber ist natürlich super, wenn wir hier ein Rathaus 14er mehr mitnehmen können und können dann da unten ein Rathaus 12 weglassen. Ihr seht, wir sind unten mit Rathaus 12 unterwegs und ich hatte den Leuten eigentlich auch freigestellt per Mail, ob sie angreifen wollen oder nicht. Das war mir tatsächlich mal egal. Also ich stelle euch frei, ob ihr angreifen wollt oder nicht. Der erste Spieltag spiegeln die Grünen wieder, außer 4 Low-Accounts. Die waren alle von mir und die waren auch rot, weil ich die eigentlich ja nie mitnehme. Also sie werden nicht aktiv in den Krieg mitgenommen und also hier jetzt in die CWL. Und deswegen, ja, aktiv waren wirklich nur 11 Leute. Ja, aber jetzt sind es mittlerweile 15. Also wir machen alle unsere Angriffe. Finde ich auch ganz gut. Und so geht es dann auch eher recht, oder na, ich will nicht sagen eher recht und schlecht in der Liga. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass hier gespendet wird. Allerdings, was ich nicht so gut finde, ist, dass hier überall Superlakis drin sind. Denn hier steht ganz klar dran Hund Eisi. Ich weiß Kekse. Ich weiß, was er meint. Superlakis sind in Ordnung, gar keine Frage. Aber wenn jemand schon was dranstehen hat an seiner kleinen Burg, dann sollte man ihm wenigstens fairerweise das auch reingeben, bevor man sich da irgendwelchen Ärger einfängt. Deswegen nehme ich die Sachen alle eigentlich raus und baue das dann oder verspende das dann mit meinen größeren Accounts. Also kann man natürlich machen. Ist jetzt ein bisschen doof, ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ne, da steht auch Babydrache. Dann kriegt dann Babydrachen und einen Drachen. Sage ich jetzt mal so. Oder hier geht jetzt noch ein Babydrache rein. Ja? Kann man ja auch so machen. Ein Eisgolem, 2 Hexen. Es ist immer das Gleiche hier. Ich meine, er hat's gut gemeint, gar keine Frage. Ja, und wenn ich ihm jetzt hier keinen Headhunter reinpacke und Super Luckys, dann dürfte er eigentlich auch nicht nölen, ne? Naja, so ist das. Was willst du machen? Wir suchen uns jetzt aber mal einen Gegner hier, würde ich sagen. Im Goldenen Oktober sind wir ja schon angekommen. Und ohne Heldenfarm ist eine coole Sache. Ist eine coole Sache, muss ich sagen. Schön wäre natürlich jetzt, wenn wir auf so ein paar volle Achter treffen. So einen wie diesen hier. Auf volle Achter treffen. Wo ist denn hier die Clanburg? Clanburg, Clanburg. Ha, sehr ärgerlich.
komm ich da wohl dran, ohne dass die Luftabwehr schießt? Ah ne, schade. Okay, oh, der ist, da guckt mir jetzt sogar einer zu, hier auch nicht schlecht. Das habe ich auch schon länger nicht mehr gehabt, dass mir jemand zuguckt. Der, wenn ich hier mit den Low-Accounts so ein bisschen spiele. Aber gut, ist nicht so schlimm. Ich ziehe die hier mal so wie es geht hier rüber. Und muss mir gar keine Sorgen darum machen, dass ich vielleicht Helden vergesse oder so. Ich habe einfach gar keine, ne? So, hier heilen wir mal eben durch. Und wuten hier auch ein bisschen. Ich hoffe, der hat keine Clanburg. Dann sehen wir nämlich old aus. Hier können wir so ein bisschen rüberspringen. Oh, ich habe zwei Sprünge sogar dabei, alles klar. Clanburg habe ich auch schon genommen. So, ich würde sagen, wir friesen hier mal einmal den Magierturm dort. Können von hier nochmal reingehen. Hier hinten schon mal den Laki gesetzt. So, dann haben wir unser Cleanup hier auch weg. Oh, geht ja eigentlich auch ganz gut, ne? Oh, geht ja ganz gut. Aber wie gesagt, mit den kleinen Accounts hier macht das auch echt Laune. Und längst nicht so anstrengend wie mit den großen. Und oh, man kann ja so ein paar Sachen ausprobieren. Ich bin ja eigentlich so ein bisschen mehr so der Kobold-Angreifer. Aber hier so mit so einer Farmarmee Riesen, ein paar Päcker, kostet ja nichts mehr. Ausbildung dauert halt ein bisschen länger als die Kobolde, aber das ist auch nicht so schlimm. Man kann ja zweimal hintereinander angreifen. Also ja, fängt aber schon mal echt goldig an hier. Und dann haben wir auch den Sternenbonus erhalten. Perfekt. Die baue ich eigentlich immer so nach. Das ist mittlerweile so ein bisschen, ihr seht, ich habe ja auch kaum Armeen offen oder überhaupt hier in der Fliege, ja. In der Queue. Also nehmen wir die ruhig nochmal weiter. Dann fordern wir nochmal an. Aber ich frage jetzt mal. Ich frage das ruhig mal so an zum Farm. Und hätte mir das natürlich jetzt auch mit den Überfallmedaillen hier mal holen können. 4-7. Hab hier auch wieder mit der Lela, glaube ich. Nicht mit der Lela. Mit ihr hier gespielt. Ah, ne, habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht gemacht. Nicht in diesen Clan angegriffen, ja, stimmt, habe ich nur wieder mit meinen großen beiden Accounts gemacht. Also der Golden Oktober hier, naja, noch ist er nicht ganz so goldig, aber Herausforderungen habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Ich muss mir das Video mal angucken. Es gibt ja eine Sequenz aus der Weltmeisterschaft, auf die hier angegriffen wurde. Ich habe mir den Angriff auch schon so ein bisschen angeguckt. Da kam man von hier unten, glaube ich, rein über diese Ecke hier unten und also über die Kanone. Und über den Scatter hier und ist dann, glaube ich, mit der Blimp Richtung Rathaus geflogen. Klonzauber drauf und dreimal Invis, da sind super Lakis auch drin. Und mal sehen, wann ich die spiele. Es sind ja, glaube ich, noch ein paar Tage, dass man sie spielen kann. Und ja, 5 Tage, 16 Stunden. Es gibt 14 Gems, ne? Rathaus 14, 14 Gems, hurra. Und naja, aber mehr Informationen habe ich im Moment auch nicht von Seiten Supercell, was die Update-Strategie weiterhin angeht. Das Einzige, was wir wissen, ich mache mit den großen Accounts zurzeit keine, also nicht mit den großen, mit den mittelgroßen, Rathaus 12, keinen weiteren Kasernenausbau. Also ich habe da natürlich überall eine Kaserne oben. Und baue die anderen Kasernen jetzt aber nicht mehr aus, weil auch früher oder später, wie ihr das ja in den News entnehmen konntet, gibt es die Änderungen am Kasernensystem und dann bleiben sowieso nur noch die höchsten Kasernen stehen. Und dann muss ich sie jetzt auch nicht updaten. Ich mache mal einen kurzen Cut, spende mir eben und dann, ach, ja, selbst der Griff nach der Maus ist der Griff nach Schmerzen. So, da sind wir wieder. Ich habe das mal eben gecheckt. Und habe mir eine passende Clanburg auch geholt. Dann machen wir weiter unsere Angriffe hier mit links. mit links. Angriffe mit links. Oh, der ist aber einfach, ne? Der hat zwar eine Queen dabei, aber der ist auch wirklich einfach. Okay, den nehmen wir gerne mit. Lass mal überlegen. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier so einen Luftballon. Reicht. Perfekt. Sehr schön. 1er Luftabwehr, geil. Okay, auf geht's hier, ihr Riesen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, die sind da gar nicht durchgegangen. Was?
Und wir nehmen hier ruhig die Clanburg mit rein. Dafür haben wir sie gebaut. Jetzt haben wir auch nur einen Sprung. Den nehmen wir, würde ich sagen, ach, hier hinten. Ja. Ah, doch, geht ja. Ah, jetzt habe ich zwei Gift dabei. Okay. Warum habe ich jetzt zwei Gift dabei und habe hier sogar eine Einsatzmöglichkeit für den Gift hier? Ah, toll, Riesenbombe, danke schön. Vielen Dank. So, ist auch immer eine blöde Floskel. Nehmen wir ihn da mit rein hier. Perfekt. Ah, macht Laune und geht auch mit links. Perfekt. Macht Laune und geht auch mit links. Ja, sonst habe ich im Moment nichts Bahnbrechendes, sage ich mal. In die Streams wollte ich auch nicht gehen, weil ich auch nicht wirklich hier stundenlang so rumsitzen kann im Moment. Und tut mir natürlich ein bisschen leid für die Zuschauer. Aber was nicht ist, das ist im Moment nicht. Und bevor ich mich dann hier stundenlang durchquäle und ihr habt dann auch nicht so wirklich Spaß mit mir, lass es lieber ganz sein, würde ich sagen. Aber hier geht es eigentlich ganz gut zugange. Ich geb mir jetzt mal Verteidigungsklanburg. Das mache ich eigentlich auch eher sehr selten. Das heißt also, eigentlich könnte ich sie mir jetzt schon geben. Was verteidigt hier gut? In der Klanburg. Man muss ja hier dann gar nicht warten. Das ist eigentlich das Coole an dem Spenden hier mit den Medals, dass man hier dann nicht warten muss. Meine normale Klanburg hat ja jetzt noch einen Timer. Ich würde sagen, nee, das machen wir nicht so. Wir nehmen das und das hier. Das sieht gut aus. Das ist eine ganz gute Rathaus 9 Def, würde ich sagen. Und dann haben wir dies nämlich sofort, weil die normale Klanburg hat hier Wartezeit und mit den Medaillen habt ihr dann keine Wartezeit, weil in 28 oder 27 Minuten werde ich dann auch, denke ich mal, angegriffen. Weiß gar nicht, ob ich hier häufiger angegriffen werde. Vor 8 Stunden, ja doch. Und ja, die holen noch immer ganz nett was bei mir ab. Vielleicht sollte ich mir auch mal eine neue Farmbase suchen, aber ich will mal jetzt nach so ein paar News für euch suchen. Achso, es gibt natürlich News. Oh, Grusel, Grusel. Oh, ist das gruselig. Ist das denn überhaupt noch kinderfreundlich? Mensch, ist die gruselig, oder? Ist das eine Gruselkönigin? Mann, ist die gruselig. Naja, sie sieht schon ganz schön gruselig aus. Sie sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ein bisschen blass, würde ich sagen. Ein bisschen blass. Und auch eine kleine einseitige Haltung hier. Und die Verwesung ist auf jeden Fall nicht zu übersehen, würde ich sagen. Also eine coole Sache. Mochte ich. Ich habe es auch ein, zwei Tage vorher schon sehen können und finde ich ganz gut. Halloween steht sowieso vor der Tür. Also was soll's? Es wird die Gruselkönigin geben. Der König ist sowieso gruselig genug. Der Worden ist sowieso das Grusel überhaupt. Und von der gruseligen Gladiatorin wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also rein in den goldenen Oktober. Ich hoffe, ihr seid ganz gut in den goldenen Oktober reingekommen. Ich in jedem Fall. Ja, wird. Daumen hoch. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Ich würde sagen, bis dahin. Macht euch noch eine schöne Restwoche. So muss man es ja bald sagen. Morgen haben wir sogar schon wieder Bergfest durch den Feiertag. Und dann sehen wir uns sicherlich in weiteren Videos. Oder vielleicht auch in Livestreams. Ich muss es mal schauen. Bis dahin, euer Toto. Jetzt winke ich wieder so vor die Kamera, weil es geht ja nicht mit rechts. Ciao.